Ja, moin moin. Es gibt wieder einen neuen Leseschatz von Victor Jostin. Er hat mich schon mit Hitze sehr begeistert bzw. überrascht. Jetzt hat er Der Tanzende herausgebracht. Beide spielen für sich mehr oder weniger am Strand. Beide haben etwas Reduziertes bzw. wo die Charaktere sich zurückziehen und sich suchen, mehr oder weniger. Bei Hitze war es die Geschichte, die ja auf einem Campingplatz spielte, wo ein Junge mit seinen Eltern eine Ferienzeit verbringt und er den Lärm aus dem Weg geht, er gerne seine eigene Musik hört, selber alleine spazieren geht und eines Abends halt einen weiteren Jungen trifft, der sich bei den Schaukeln stranguliert bzw. in den Selbsttod, Freitod geht. Und er jetzt so geschockt ist, weil er nicht interagiert bzw. hilft, empfindet er das, als würde er diesen Jungen umgebracht haben und versteckt den Leichnam. Was das jetzt auf diesem Campingplatz auslöst, erzählt dieser hitzige Roman, der sehr wandlungsfähig ist und sehr überraschend, weil der Autor, Victor Jostin, sehr, sehr jung ist und dementsprechend einfach sehr empathisch schreiben kann. Der Tanzende erzählt wiederum von einer Metamorphose eines Einzelgängers, der wirklich zeigt, was es auch bedeutet, anders zu sein, ein Einzelgänger zu sein. Der Roman spielt hauptsächlich auf der Tanzfläche, in der Disco. Eine Disco ist ja ein Raum, wo die Musik die Räumlichkeit beherrscht und uns halt in Euphorie versetzt. Das heißt, wir in Tanz geraten und jeder für sich eine Insel darstellt, aber auch gleichzeitig ist man auch dort, um Menschen kennenzulernen. Gerade in jungen Jahren ist es ja der Fall, dass man in eine Disco geht, um Menschen näher kennenzulernen, dass man jemanden mit nach Hause nimmt. Unser Held in diesem Roman ist genau das Gegenteil. Er sucht in der Disco seine Heimat, seine Wurzel. Gleich am Anfang lernen wir ihn kennen als Kind, wo ein Klassenkamerad in jene Disco einlädt, die halt den strandhaften Namen hat, und er dort nicht tanzen kann. Er hat eine negative Erlebnis genau in dieser Disco, die er später als Teenager aufsucht mit seinen Freunden, und er immer wieder diese Tanzmusik, dieses Tanzen für sich feiert. Während das Umfeld sich aber verändert, sein Freundeskreis erwachsen wird und alle ihre Wege gehen, bleibt er dort, er stagniert, er bleibt immer wieder an der Stelle. Und das ist das, was ihn ausmacht. Er geht immer wieder in seine Disco und tanzt. Er ist jemand, der auch gleich am Anfang im Prolog des Romans übersehen wird. Das heißt, er hat die Disco aufgesucht, der Türsteher hat schon alle rausgeworfen, mehr oder weniger. Nur er ist eingeschlafen in der Ecke auf einer Bank und wird übersehen. Er wacht wieder auf und sieht, wie die Kellner schon wieder die Gläser reinigen etc. Und er ist einfach noch dort. Er bleibt im wahrsten Sinne stehen. Er ist ein Sonderling, der eine Metamorphose natürlich durchmachen muss und dementsprechend hier der Tanz als Metapher, als Lebenstanz, den er versucht zu finden. Er versucht natürlich auch die Liebe zu finden. Er versucht auch mehr oder weniger ein Leben Fuß zu fassen durch die Ausbildung etc. Aber etwas ist in ihm, was ihn hemmt und beziehungsweise zum Tanzenden werden lässt. Wo findet dieser Tanz statt? Im Leben oder in engen Räumlichkeiten mit lauter Beatmusik? Eine Überraschung wieder, die mich sehr schnell reingesogen hat in die Handlung und in diesen Protagonisten, sehr empathisch geschrieben, mit tollen Bildern. Manche funktionieren, manche funktioniert nicht ganz so gut, aber trotzdem ist es ein Buch, wo vieles einfach uns berührt durch die Metaphorik, die gut gesetzt ist. Übersetzt wurde es, dass beide Berge, auch Hitze, was ich anfänglich nochmal erwähnt hatte, aus dem Französischen von Sina de Malafosse. Ich wünsche erlesene Stunden, haben Sie viel Spaß beim Lesen, bis bald, tschüss!